Hier ist der Händler. So. Das Satin-Kleid, das bringt leider nicht viel, auch wenn es wahrscheinlich schick aussieht. Okay. So war das. Dann ein Fexring für mich. Da die beiden Sachen für ihn. Das für Gladys. So. Raios Platz. Dann tut Gladys die beiden Sachen wegpacken. Und dann geht es nochmal nach Talon, aber dieses Mal speichern wir vor der Karte mit dem Quicksave ab. Das bin ich. Wo rein, nur ist die Frage. Was haben wir hier? Nichts. Gut. Ach, packen wir es zu den Sachen dazu. So. Quick Save machen und dann bitte nach Talon. Wahrscheinlich kommen wir dieses Mal einfach an, ohne dass es Probleme gibt. Ja. So, willkommen in Talon. Lass das mal Vorschritt machen. Sprich von. Ich kann's kaum erwarten, endlich anzukommen. Um diese Zeit soll so allerlei reiches Volk nach Talon kommen. Da wird sicher die eine oder andere Dukate abfallen. Ja, gut, Gladys. Das hier sieht aber schon mal sehr verdächtig aus. Folgt mir. Schweinehirte Jagold. Hm. Warum liegt hier ein Haufen Zeug auf? Fechthemd, eine Lederjacke, eine Stoffmütze. Ja? Was wollt ihr? Ich muss meine Schweineschleuse nach Hause in den Stall bringen. Wo kommst du her, dass du so verdrossen dreinblickst? Weshalb dir eine? Gibt es einen Grund dazu? Allerdings, die ganze Gegend um Talon herum war schon mal sicherer als jetzt. Die Leute reden ja derzeit von allerhand finsteren Dingen, die sich im Tarnelholz zutragen sollen. Was meinst du damit? Naja, man munkelt von Plünderern, die einsame Reisende überfallen, andere von einer Bestie, die in der Nacht kommt und wahllos Menschen und Tiere zerreißt. In den letzten paar Nächten habe ich drei Tiere verloren, ohne jede Spur. Das schwärzt mich, was daran schuld ist. Alles, was ich wissen muss, ist, dass es halt gerade gefährlich ist. Also beeile ich mich und halte meine Tiere im Stall. Kommen auch wieder andere Zeiten. Wo kommst du her, dass du so verdrossen dreinblickst? Ach, von Talon. Ich wollte dort auf dem alljährlichen Apfelfest ein paar Schweine verkaufen. Aber die Wachen wollten mich nicht durchlassen. Tja, da hätte ich mir den weiten Weg auch sparen können. Das begreife ich nicht. Warum sollte man dich nicht in die Stadt lassen? Nicht einmal das hat man mir gesagt. Wisst ihr, Talon hat
eine ehrenvolle Wache. Dagmar von Talon wird von seinen Leuten sehr Respekt. Wird von seinen Leuten sehr viel Respekt gezollt. Befehle, die er gibt, werden ohne Ausnahme und nur befolgt. An anderen Tagen finde ich das ja gut. Die Wachen verlangen keine Bestechung und sie hebt man eben einem auch kein Vieh ab. Aber ich hätte das Geld wirklich brauchen können. Aber es hilft einem, über verkostete Milch zu lamentieren. Richtig? Gar nichts. Ist es denn noch weit bis Talon? Nein, nicht wirklich. Noch eine halbe Meile durch den Wald, würde ich meinen. Weit davon kommt eine Biegung. Dahinter könnt ihr da schon die Stadtmauer und den Tempel von Talon sehen. Hast du eine Ahnung, was mich auf dem Weg erwartet? Keine Angst, nichts Gefährliches. Wenn ein Baum mit seinem Schwein den Weg überlebt, werdet ihr das auch schaffen. Aber da vorne ist eine verunglückte Kutsche und eine ziemlich aufgebrachte Edelfrau. Ich habe sie gefragt, ob ich helfen kann, aber scheinbar braucht sie keine Hilfe von einem Schweinehirten. Wenn ihr mich fragt, ist das mit Abstand die gefährlichste Bestie, die euch hier in Tarnelholz auflauern wird. Nun gut, Bauer, auch ich ziehe weiter. Arvis mit dir. Ingania vom Berg. Und da ist das Fuhrwerk. Da wird sie das ganze Zeug hier verloren haben. Reden wir mal mit ihr. Ihr da, bleibt sofort stehen in Praios Namen. Geht's auch freundlicher, du Ziege? Was gibt's denn? Praios Gnaden, zuerst dieser Unfall und die einzige Hilfe weit und breit ist ein ungehobelter Söldning. Wie habe ich die Götter nur verärgert? Nun, ich muss wohl oder will mit euch Vorlieb nehmen. Meine Kunde ist schon verunglückt, da es ein Rad brach. Die Pferde sind durchgegangen, dieser Tempel von Kutscher hat sich schon vor Stunden aufgemacht, um mit Talon der nächsten Stadt Hilfe zu holen. Doch er ist doch immer nicht zurück. Wahrscheinlich schläft er irgendwo am Wegesrand oder spricht in einer Taverne den Trunke zu. Such diesen Nutznuss für mich, damit ich endlich meine Reise fortsetzen kann. Also gut, ich werde den Kutscher für euch finden. Vielleicht ist ihm ja etwas zugestoßen. Dann ist es abgemacht. Findet den Kutscher und bringt mir die Kunde von ihm. Auf bald, hoffentlich. Traurig. Ihr Besitz scheint ihr mehr zu bedeuten als das Wohl ihres Kutschers. Gerade deshalb sollten wir ihr ein gutes Beispiel sein und ihr helfen. Ja, die Edelfrau Ingania. Ich habe auf dem Weg nach Talon eine Edelfrau namens Ingania vom Berg getroffen. Die Kutsche der Dame hatte einen Unfall und Ingania ist ziemlich aufgebracht. Sie hat mich um Hilfe gebeten. Inganias Kutscher. Ingania hat ihren Kutscher nach Talon geschickt, um Hilfe zu holen. Der Mann ist aber schon seit längerer Zeit nicht zurückgekommen. Suche den Kutscher. Ingania hat mich angehalten, nach ihrem Kutscher zu suchen. Ja. So, dann gehen wir mal hier um den Baum herum. Oh, Rotpelze. Aufgepasst. Oder halt Goblins. Ich hab's mit euren Vettern aufgenommen. Den Schwarzpelzen, den Orks. Da werde ich mich doch nicht von ein paar Goblins verhauen lassen. Molkor Deschneier, abenteuerliche Einhandwaffe. Nee, ist schlechter als das, was Vorgrim gerade trägt. Oh, und Gladys hat ja keine Munition mehr, genau. Also ja, hier... Oh, hier ist ein Goblin-Berserker, mit dem man reden kann. Nein, das ist wohl der Goblin-Berserker, der den Kutscher schlagen. Neu. Auch sterben gleich. Goblins.
Ja. Ja, suche den Kutscher. Verschwinde. Ich habe den Kutscher gefunden. Er ist wohl in den Hinterhalt einer Gruppe Goblins geraten. Der Arme wird wohl niemandem mehr helfen können. Ich sollte ihn Garnier von meiner traurigen Deckung berichten. Alles klar, Candidus. Lass das mal vor, Mardo. Gobos sind halt, oder Rotpelze sind halt hinterhältiger als Orks. Dafür um einiges schwächer, aber halt, wie gesagt, intelligenter. So. Das heißt, wir gehen zurück und erstatten ihr Bericht. Weil man sieht, da vorne ist ein Goblin-Berserker mit Wildschweinen. Da sind noch mehr gezähmte Wildschweine und noch mehr Goblins. Also so viel dazu, dass es nichts Gefährliches auf dieser Straße gibt. Herr Schweinehirte. Die ganze Straße ist Goblin-infiziert bis zum geht nicht mehr. Und ja, Goblins sind auch das Hauptproblem auf dieser Map. Also auf dem Weg nach Talon und auch in der Talonner Umgebung. Wenn wir es immer wieder mit Goblins zu tun haben. Habt ihr den Kutscher gefunden, Söldling? Sprecht. Sieht nicht gut aus. Der arme Hund ist von Goblins getötet worden. Wie schrecklich. Bohren sei seiner Seele gnädig. Ich bitte euch, ihr führt mich nach Talon. Ich wage nicht ohne Begleitung durch diese gefährlichen Gefilde zu reisen. Ich bin bereit, euch 20 Dukaten zu zahlen, wenn ihr mich nach Talon geleitet. Für ein entsprechendes Kleingeld gerne. Den Zweifel sei Dank. Lass uns keine Zeit verschwenden. Wir müssen aufbrechen. Ja, ich kann gerade nicht mit dir reden. Begleite Ingania nach Talon. Ich habe mich dazu bereit erklärt, Ingania bis zum Stadttor von Talon zu begleiten. Sie hat mir eine Belohnung in Aussicht gestellt. Ja gut, kämpfen wird sie nicht können. Sie hat wenigstens hohe Lebenspunkte. Bei meiner Axt. Sprich. Na klar. Lass das mal vor Grimm machen. So. Das waren die Goblins. Sogar mit Einbären. Also ja, anders als die Orks, die ständig Einbärtränke bei sich rumtrugen, haben die Goblins nur Tant. Also Zähne und anderes Gedönse. So, ich würde dann aber mal sagen, wir speichern hier mal wieder. LP 26 speichern. Und machen an dieser Stelle mal einen Cut. Also, bis gleich.